Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Reifenschlauch bei der Elektroscooter austauschen kann. Jetzt aber wechsle ich die beides. Also Schlauch und Reifen. Weil das Profil von alten Reifen ist hier ziemlich abgefahren. Also wie Sie hier sehen, das ist meine E-Scooter, Scooter K10, das volle Radblatt ist. Also wie wir wissen oder gehört haben, das Wechsel eines E-Scooters Reifen ziemlich kompliziert ist. Bis vor allem hinterer Rad hier. Aber zum Glück war ich mir nur Vorderradblatt. Sonst hätte ich nie ausgetauscht. Okay. Ich glaube, habe ich hier genug gequatscht. Deswegen sage ich, auf geht's, los. So, jetzt sind wir im zweiten Teil, Reifen ausbauen. Dafür müssen wir aber erstmal die komplette Ausrüstung runter. Hier, kleine Deckel. So, was? Andere Seite auch gleiche. Dann haben wir da oben hier zweimal kleine Schrauben zu lösen. Okay, dann. Habe ich schon. Das wiederholen wir gleiche, der andere Seite. So, das haben wir auch. Dann hier ist das eine Bremskabel. Muss auch befreit werden. So. So, wie können wir raus? Achso, hier, okay. Okay. Sieht man hier rechts und links zweimal große Schrauben, Mutter. Mit 18er Schlüssel ausschrauben. Das wiederhole ich genau gleich wie die andere Seite. So, jetzt das Reifen ziehen wir runter und nehmen wir raus. Ne, hier ist noch ein Schrauben. Das haben wir vergessen. So, ich glaube, jetzt muss das klappen. Genau, haben wir. So, also nun, jetzt die zweite Etappe ist fertig. Reifen ist hier. So, jetzt versuchen wir den Mantel und Schlauch von Felgen zu entfernen. Also herausziehen. Dafür brauchen wir einen Reifenheber. Die lege ich hier, damit man sehen kann. Erstmal drücke ich, um die restliche Luft abzulassen. Ja, das haben wir auch. So, andere Seite. Bremsscheibe ist auch aus.
So, jetzt haben wir raus. So, jetzt schleifen und schlau zum Felgen einbauen. Ich habe hier neue Reifen und schlau. Beide sind original, habe ich vom Hersteller bestellt. Bevor wir anfangen, müssen wir zuerst beide Reifenkanten ein bisschen seifen, damit sich die neue Reifen besser auf den Felgen montieren lässt. So, erstmal tun wir den Schlauch in den Reifen rein. Befestigt. So, habe ich geschafft. Hoffentlich habe ich den Schlauch nicht kaputt gemacht. Jetzt tun wir ein bisschen Luft. So. Jetzt ein bisschen. So, sieht perfekt aus. Also zum Schluss montieren wir den Reifen wieder darauf. So, erstmal die Bremsscheibe. Und hier rein. Okay. Also erstmal befestigen wir die beiden Mutter. Beide Seite kommt das. Jetzt, das glaube ich, das war so. Den Bremskabel machen wir dran. So, okay, ich glaube, so war die beide befestigen. So, das ist auch fertig. Ja. So, die letzten zwei Teile. Geschafft.
das war's heute. Und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.